Was? What the fuck? What the fuck, Digga? What the fuck, Bro? Bro, was? Nein. Digga, was zum Geier? Ey, Bask hier, Junge. Bask hier mit 50 verschenkten Subs. Ich glaub, es hackt, Alter. What the fuck, Digga? Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war viel zu krass gerade. Digga, das ist viel zu krass. Lass dich was mit meinem CEO will. Ich habe eigentlich nichts zu tun. Ich stehe nur dumm rum. Ich weiß auch nicht, warum du mir jetzt eine Einladung geschickt hast in deinen scheiß CEO. Will doch keiner. Weil du noch viel hässlicher bist, so. Ah, geil. So, jetzt sind wir. Ist sie da, oder was? Hallo. 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 Alter, was geht? Na, ist das krass. Alter. Alter, was für eine gute Audioqualität. Herr Frank, was geht? Erzähl was. Was soll ich erzählen? Wird hier einfach jetzt kalte Wasser geschmissen. Schwank aus deinem Leben. Damit sie auch in die Stream-Highlights kommen. Also ich heiße nicht Frank, so viel erstmal. Ich hätte es tatsächlich abgekauft, schade. Ja, Frank, wenn du irgendwas Cooles leaken willst, um in die Stream-Highlights zu kommen, kannst du es jetzt tun. Du kannst auch eine Einscheißer-Story erzählen. Wann hast du dich das letzte Mal eingeschissen? Raus mit der Sprache. Wann hast du dich das letzte Mal eingeschissen, Leo? Ich hab's schon erzählt. Kommt morgen in den Stream-Highlights, darum geht's ja. Deswegen reden wir drüber. Frank, wann hast du dich das letzte Mal eingeschissen? Jetzt mal zum Thema davon. Einscheißen jetzt. Ich weiß es nicht. Safe. Ja, stimmt. Wenn mal so irgendwie was mitkommt bei so einem stressigen Furz. Das meint man ja auch gar nicht böse, aber es kann einem ja auch mal mit 18 passieren oder so. Dave, aber weiß ich nicht. Meint man gar nicht böse? Was soll man denn böse meinen? Bro, sonst immer bösartig eingeschissen. Das ist nicht so mein Ding, so weiß ich nicht. Man kennt sich aus in der Branche. Es ist nie dein Ding, bis es dein Ding ist, weißt du? Alter, das ist mein Sentence. Das ist mein richtiger Sentence. Boah, Alter, das ist auf jeden Fall eine Weisheit des Jahres, ey. Nee, aber Junge, diese Klassenfahrt nach Heidelberg war so ein Höllentrip. Ne? Let's go to hell! No! Wir sind irgendwie... Let's go to hell! No! Ich dachte, was für, wenn du... Was für Liga, Letztens hatte ich Jugend, zweite Kreisklasse. Wann war das? Vor zwei Wochen, glaube ich. Letztens, okay. Oder? Genau, letztens. Ach so, letztens, okay. Und das mit den Weibern, das ist halt einfach so eine, da darf man sich nicht zu drauf versteifen oder darf man sich nicht zu viel, ich bin halt auch so ein Typ, Alter, bei sowas mache ich mir viel zu viel Gedanken. Ja, du kannst ja auch als Feedback nutzen. Ah, okay, gibt anscheinend andere Dudes, die sie attraktiver findet, weil sonst hätte sie ja dich genommen. Es gibt keine anderen Dudes. Bro, glaubst du, sie will allein sterben oder was? Da gibt es einen anderen Dude, es gibt immer andere Dudes. Ja, schon. Jetzt kickt's, Digga. Jetzt zündet's langsam. Jetzt zündet's richtig. Das war der Turning Point, Alter. Digga, das ist neues Format. Einfach Deep Talk bei Kajo-Vorbereitung, Digga. Ich mach Kajo und ihr wird völlig therapiert, Digga. Aber weitermachen. Wann kommt es auf Spotify, Digga? Simon, du hast den Schneidbrenner schon eingesammelt. Oh, was? Stier. Lul. Das erste Mal in deinem Stream ist das immer. Nee, heute ist schon arg. Heute ist schon arg, Noel. Ich hab keine Ahnung, was heute los ist, Digga. Ist das immer so ich krank? Ich weiß auch noch gar nicht, was hier passiert. Ist das immer so geistesgestört, Junge? Ja. Ich hab, bei mir ist der Reichtum ausgebrochen. Ich hab mir Barillen gekauft. Labern nicht. Aber mittlerweile wieder cringe, weil die kein Fenster mehr drin haben, gell? Ja, cringe. Cringe, Digga. Barilla voll verändert. Ich mach jetzt mir doch nicht, glaube ich. Boah, Digga, schmeiß die Scheiße weg. Ich dachte, die Nudeln. Ich habe, glaube ich, 13.14.1. habe ich noch zwei Examen, 24.1. habe ich noch. Die krasseste Story habe ich doch noch gar nicht erzählt. Ja, mach mal. Ich sag's jetzt, pass auf. Ich habe vorhin Referat gehalten und ich habe als Zeigestab einen Besen benutzt und währenddessen habe ich meine Maggis Cola getrunken. Und es hat jemand ein Foto gemacht und es schaut so geisteskrank wild aus. Es schaut einfach aus. Ey, ich bin so fett am Chillen gewesen heute, ne? Schenk dir mal zur Abwechslung einen Wäschekorb mit dreckiger Wäsche oder eine dreckige Spüle oder sowas. Ich habe deinen Mom schon ganz andere Sachen geschenkt. Nicht geben, sondern schenken, weißt du? Weil wenn sie das als Geschenk betrachten... Oder ich habe noch nicht so einen Scheiß gehört. Ich habe viel zu viel aus rumgelabert. Ich glaube, du musst deiner Mutter nicht geben, sondern schenken. Ja, was soll ich die ganze Zeit machen?
Was hat zwei Beine und blutet? Oh, Junge Mew, ich weiß. Oh, Junge Mew, keine Ahnung. Sag's uns. Wir hören nur einen halben Hund. Ein halber Hund, Digga. Digga. Oh, Junge. Lass mal, sobald Simon sich wieder entstimmt, alle rumschreien. Hi, Freunde, na, und wie geht's? Alles gut? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord der Boeing 77 und heute bist du frei. Junge. Also, wir analysieren hier, ne? Wir analysieren hier. Ohne Absetzen, ne? If you wanna be great, wanna be baddest motherfucker ever at what you do, you could be misunderstood by everybody. Because you're gonna be so fucking obsessed and so driven to get there. That's what it takes. That's the truth. It takes every second of your fucking life. Anybody says balance? See! Oh! Was ein Macher. Einfach ein Macher, Digga. Junge, Junge. Das ist was Anstrengendes, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Das musst du nur einmal ausspenden, dann musst du es nie wieder machen. Was für ein Spanner, Alter. Du scheiß Spanner. Oh, jetzt habe ich die Alte, die da Yoga machen wollte, halt auch umgebracht. Tut mir leid, aber wenigstens wurde es jetzt nicht mehr ausgespannt. Hat auch seine positiven Seiten. Mit der Dings, mit der Rohrbombe? Oh no! Nein! Oh, Alarmanlage. Da hat er nicht gehittet, ich hab Kreis gedrückt. Ich hab Kreis gedrückt. Warum hat er nicht geschlagen? Aber ich feiere Tesla eigentlich, ehrlich gesagt. Feierst du Tesla? Ja, schon so. Ich würde einen Tesla auch feiern, aber ich würde ein bisschen was umbauen. Ich würde auf jeden Fall einen Verbrenner einbauen. Ich würde andere Felgen draufpacken. Und ich würde vorne den, oder hinten den Motor, ich würde den ausbauen und dann Verbrenner reinmachen. Dann würde ich den fahren. Ja. Hast du es geschafft? Ich muss nur aufs Gebiet verlassen. Ich helfe dir dabei. Danke. Boah, wie cool, wie clean war das? Komm rein. Ja, ich habe trotzdem so einige Sachen gezogen, die ganz gut waren. Ja, ich sag ehrlich, guck mal, ab und an hat man geile Packpots. Ich hab jetzt auch aus dem alten Pack dieser hier gezogen, ne? Ab und an hab ich echt Glück, aber fuck, ich hab nie was gezogen, was mir Geld bringt, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich bin jetzt der Reichste. Das ist mir nie passiert. Seit 5 Jahren spiele ich dieses Drecksgame. Und davor habe ich auch mal gespielt. Es ist die Hölle, Digga. Es ist jeder. Du kommst in das Spiel, bist abgeschlossen. Das ist dann so. Es ist die Hölle, Digga. Ja, was ist das denn, Junge? Ich glaube, wir haben jetzt genug über FIFA geredet, oder? Der kriegt AIDS durch das Spiel, wenn ich sag, wie es ist. Ich krieg HIV, Alter, das ist nicht normal. Ey, Simon, das musst du dir vorstellen, ich träume abends von diesem Spiel. Es ist, da fängt's doch schon ja, aber an. Ich hab mir dann noch auf Krampf 150 Gramm Nudeln reingepfiffen, damit ich ein bisschen Kalorien zu mir nehme. 150 ist nicht viel, ne? Er zieht seine Gramm. Bruder, ich esse einfach 3 Teller oder so. Ich zieh nicht mal die Gramm, ich zieh nicht mal die Kalorien. Ich weiß nicht mal, was in diesem Essen drin ist, ich esse trotzdem. Alter, Demian, du bist ja so in der Rant, Junge. Kannst du mal so ja. Ansagen machen? Videos, Ansage an diese Stretcher im Double Time, Digga. Du machst es ja viel besser als ich. Kannst du meine Eventwochen-Videos machen zukünftig wieder? Ich schick dir den Text ja, zu. Ja, dann bin ich dabei. Und Freunde, willkommen zu dem Money-Bonus diese Woche. Denn einmal haben wir Double Money. 10er für ein 20er, danach nochmal 10er, wenn er 45 macht. Yo, Digga. Okay, eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19. Und komm noch ein. Oh. Das war zu krass, das war zu krass. Samu, mein Bester, vielen lieben Dank für die 10 Euro. Das war ein guter Deal. Hat mich gefreut, mir die Geschäfte zu machen. Ovi, mein Bester, vielen lieben Dank für dein Follow. Ich glaube, wir haben jetzt die 4000 Follower auf Twitch geknackt. Wenn mich nicht alles täuscht, meine Freunde. Und damit geht ein dicker, fetter Kuss raus. Was ein schöner Meilenstein. Geil. Vielen lieben Dank für den Support, Leute. Sollte die einfach nicht da sein. Noch hoch. Ist wichtig. Oh, Junge, Baski. Oh, was? 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 Was hast du da? 100. Das Leuten ein Sub geschenkt, die seit 3 Monaten nicht mehr im Spiel waren. Okay. Baski, Digga, das ist too much, Digga. Sag noch dein Sub-Gold hoch. Alter, Baski, Junge. Hast du gerade 100 Subs gegiftet? Hey, Bro, Digga, was zum Geier, Baski, Bro? Was passiert hier? Was passiert hier? Hey, Baski, Junge. Junge, ist das geil. Hey, Baski, man, what the fuck, Bro? Noch ein gutes Jahresgeschenk, die Stars. Ey, Junge, what the fuck? Ich mir ist so heiß gerade. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll, aber auch vielen, vielen Dank. What the fuck, Digga? Hä? Baski, what the fuck? Nochmal vielen lieben Dank für 100 fucking Subgifts, Junge. Was ist denn da los, Digga? Bedankt euch alle bei Baski, Mann. Holy shit, der Mann ist bei 217 Subgifts aus diesem dreckigen Scheißkanal. Ich glaub's nicht, Mann. What the fuck? Ich hab doch gesagt, du sollst dann auf deinen scheiß Subgifts hochschrauben, Mann. Was soll denn das? Wir haben 187 geknackt, Junge. Ja. Was ist denn das für ein Goal? Kannst du mir vielleicht auch ein bisschen was überweisen im Monat? Entschuldigung, ich hab keine Zeit mehr. Ich muss jetzt echt schlafen gehen. Simon, wo sind wir? Hä? Hä? Wo seid ihr denn? Wo sind wir? Simon hat einfach erst einmal 1 Euro Twitch-Channel damit gemacht. Ich war halt
gerade bläst dieses Jahr insgesamt. Dieses Jahr war ein gutes Jahr, was Finanzen angeht. Ich habe das jetzt so und ich gebe halt auch gerne zurück. Und das solltet ihr auch alle tun. Wenn ihr es könnt, tut es. Wenn nicht, dann ist euch keiner böse, wenn ihr es nicht tut. Der Quirin aus meiner Klasse, der war komplett dahinter, dass Schnabeltiere fake sind. Der hat richtig zu meinen getreten. Wir haben eine Viertelstunde, wenn nicht sogar länger, in der Klasse darüber diskutiert, warum Schnabeltiere nicht fake sind, warum es wirklich echte Tiere sind. Wir waren da so die ganze Klasse und die Lehrerin, die haben versucht, das zu erklären. Und er hat so die ganze Zeit gesagt, so, hä, nein, das kann doch nicht sein, weil guckt euch doch mal den Schnabel an, der ist voll aufgeklebt. Und so, hä, nein, schau euch das mal an. Dann haben wir so die ganze Zeit richtig gute Argumente gebracht und er einfach nur so, nein. Sollte auch nicht schämen, ne? Das hört sich irgendwie nach dem Alltag von uns allen, glaube ich, an. Also, das stimmt nicht, Pablo. Ja, eben. Es ist ein privates Thema, aber es ist einfach so. Was mit der Easy-Freundin? Was habe ich da gerade gehört? Simon hat doch die Easy-Freundin. Ja, Jungs, ich hab's geschafft. Ey, Mew, Digga, what the fuck? Ey, Mew, Digga, what the fuck? Ey, what the fuck, Digga? Ey, Pablo, sorry, ich muss dich hier kurz unterbrechen. Ey, das ist so unfair, dass hier kein Alert kommt. Warum kommt hier kein Alert, Junge? Mew mit einem 80er, Digga. Was? Digga, was? Ey, what the fuck, Mann? Ey, what the fuck? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ey, Mew, Digga, what the fuck? Vielen lieben Dank, Simon, Wein fangen. Also, pass auf. Schokolade mögen wir alle. Was? Einmal das, was Pablo, ich kann dich nicht ausreden lassen. What the fuck, Digga? Er hat nochmal 100 Euro donated. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hey, Digga. Was ist denn gerade los? Was ist denn los? Was ist denn los? Noch ein Prank. Das hier ist jetzt der letzte Junge. You, what the fuck? Simon? What the fuck? What the fuck? Ey, ey, Mew. Ey, Junge. What the fuck, Digga? Hä? In seinem nächsten Stream-Highlight kommt dann so: Ich hab mir eine Rolex gegönnt. Aber immer noch eine PS4. Ey, Mew, what the fuck? Vielen, vielen, vielen Dank, ey, Digga, oder? Ich bedanke mich jetzt einfach mal, oder? What the fuck, Digga? Dieser PVB-Kalender so neben der Polevita-Welt in meinem Zimmer, das wäre schon echt wuselig. Alter. Wenn nicht, dann kriege ich so eine Krawatte. Ich wüsste, wer auch immer den gewinnt, ich finde die Adresse raus, komm dahin, klau den Kalender, lass die leere Polevita-Welt da und dann mache ich wieder einen Abflug. Dann dampfe ich aber ab und zwar, ey, wirklich, so eine Krawatte. Ich komm da hin und klau den Kalender, Digga. Okay. Das ist Pablo, du bist so hardcore, ey, du bist auch so einer, den man nicht vergisst. Wirklich, du bist so einer, ey, jeden Tag 30 Sekunden hintereinander kommt irgendein Spruch von Pablo, wie so aus dem Maschinengewehr. Ich weiß nicht, wo du so einen Wortschatz her hast, dass du so viele Sprüche hintereinander bringen kannst, aber ey, vielen, vielen Dank dafür, für meine tägliche Belustigung. Was ist das für eine süße Aussage von Erik gerade gewesen? Ohne Witz, Pablo. Ey, das ist heute wirklich wird ein Kompliment nach dem anderen verteilt. Das ist wie von einer Serie, wo einfach die letzte Staffel ist, wo alle Charaktere sich einfach treffen und miteinander quatschen. Ey, Freunde, habt ihr noch Bock? Ich hab keinen Bock. Oh, Junge. Omega greift einfach Simon, was Content angeht, richtig fett unter die Arme und der unterstützt ihn halt. Safe. Und das ist alles for free, also das ist echt. Können wir mal bitte kurz zu Omega applaudieren? Ja, Omega kriegt einen Omega. Hat er sich verdient, ohne Witz, Omega, du bist der Beste. Ohne dich wird vieles hier nicht möglich. Kuss. Wir müssen da so einen Applaus nehmen. Appreciation, dankeschön. Kurze Endjahres-Appreciation-Time. Omega ist wirklich echt, das ist auch so ein Goldstück, das musst du ja auch. Ist halt ein Goldstück. Ja.